Der VSAW ist eigentlich so seit Jahren immer so der kleine Geheimfavorit. Die haben eine super Serie hingelegt diese Saison und verdienen auf jeden Fall den Sieg. Jappe hat einen super Job gemacht für seine Verhältnisse. Und es ist auch schön, dass er auch mal ein Erfolgserlebnis hatte. Die haben, glaube ich, sehr diszipliniert trainiert, haben sich auch auf ein paar Kernleute konzentriert, die halt an den Events gesegelt sind. Sind wir froh, dass ein bisschen neuer Schwung reinkommt, mal wieder ein bisschen Abwechslung da ist, und wir gönnen uns den VSAW dann. Ja, ich denke, dass es hauptsächlich auf die Konstanz ankommt, und die Jungs, die haben das sehr, sehr gut gemacht dieses Jahr, sind von Anfang an voll dabei gewesen, und ich glaube, das macht es eben aus, um ganz am Ende dann ganz oben zu stehen.